So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Es ist nämlich hier ein alter Bekannter. Da bist du ja wieder, mein Freund. Was machen die blauen Flecken? Sind halb so wild. Na dann, willst du wieder trainieren? Würde ich gern, aber... Was aber? Groma hat mir befohlen, dich von der Insel zu vertreiben und ihm als Beweis deinen Säbel zu bringen. Tatsächlich? Wie kommt er dazu? Es ist eine Prüfung, weil ich Ivy heiraten will. Dann hast du ein Problem. Scheint so. Und was machen wir jetzt? Ich muss sowieso bald zurück nach Argan. Zeig mir, dass du was gelernt hast, dann gebe ich dir meine alte, schartige Machete für Groma. Gut, würde ich sagen, kämpfen wir doch mal. Lass uns kämpfen. Ja, ich habe zwar jetzt hier noch nur meinen Hürdenstock, aber ich denke, das sollte noch funktionieren. Oh, das war knapp mit dem Ausweichen. Übrigens befinden wir uns hier auf der Insel Verschür. Das ist eine der südlichen Inseln. Die kleinste, glaube ich sogar. Auf jeden Fall ist es kleiner wie Argan. Und Argan wird später die Hauptinsel sein. Nicht schlecht. Ich gebe auf. Du wirst langsam alt. Ja. Gibst du mir jetzt die Machete? Sachte, sachte, mein Freund. Erst zeigst du mir noch, dass du auch gegen jemanden bestehst, der es nicht gut mit dir meint. Gegen wen soll ich kämpfen? Wenn du dem Weg hier in Richtung Meer folgst, kommst du zu meinem Boot. Dort treiben sich ein paar Goblins rum. Die hauen immer ab, wenn ich komme. Und ich bin zu faul, ihnen nachzulaufen. Erledige sie für mich. Dann bekommst du die Machete. Gut. Oh, wir sind direkt schon mal aufgestiegen. Würde ich sagen, skillen wir doch direkt mal. Da es die Demo ist, ist es so ziemlich egal, was ich skill, weil es später sowieso keine Auswirkungen mehr hat. Okay. Übrigens, das hier wird wohl ein sehr kurzes Let's Play. Mehr als 5 Videos, wenn überhaupt, wird es mit Sicherheit nicht geben, weil es ja eben nur die Demo ist. Aber egal. Boah, Mikrofon verrutscht. Ich mach's jetzt. So, jetzt rennen wir hier runter. Zu den Goblins. Das sind 2 Stück. Ich guck mal gerade, habe ich vielleicht sogar schon eine andere Waffe. Ah, nur dieses Messer. Und das Messer ist noch schlechter wie mein Hürdenstab. So. Dann machen wir die beiden Goblins hier mal platt. Wow. Dem mal schnell ausweichen. Ich finde das Kampfsystem eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Auf jeden Fall besser wie das von Gothic 3. So, die beiden werden damit erledigt. Und damit habe ich auch 2 neue Waffen. Diese Truhe hier kann ich auch öffnen. Ja, sehr gut. So. Was haben wir hier? Kann ich die auch öffnen, diese Truhe? Nein, leider nicht. War nur irgendeine Kiste. So, jetzt kann ich aber doch bestimmt... Ah ja, diese Goblin-Keule, die ist besser wie mein Hürdenstab. Wieso verrutscht mir jetzt ständig das Mikro? Na egal. Damit jetzt auch eine neue Waffe und dann geht's zurück zu Diego, unserem alten Kumpel. Beziehungsweise der alte Kumpel des alten Helden. Jetzt haben wir einen neuen. Gut, reden wir mit ihm. Ich hab die Goblins erwischt. Sie sind tot. Jetzt, mein Freund, hast du bewiesen, dass du was gelernt hast. Dann gibst du mir die Machete? Ja, hier ist sie. Grüß Groma von mir. Ach nein, du hast mich ja von der Insel vertrieben. So sieht's aus. Gut. Na, jetzt habe ich auch einen Pfeil. Einen Bogen. Das war eine Questbelohnung, wenn ich... mich da nicht irre. Gut, dann geht's also jetzt zurück zu Groma. Da habe ich auch irgendwas gehört. Oh, hier sind noch ein paar Goblins. Die sind aber diesmal ein bisschen einfacher zu besiegen wie die eben, weil jetzt habe ich ja eine bessere Waffe, auch wenn die nicht gerade viel mehr Schaden macht. So, würde ich sagen, looten wir die doch nochmal und dann geht's weiter. Einen Apfel könnte ich noch vertragen. Oh, ich habe gar keinen. Achso, ne, da essbares. Ah, doch, ich hab doch einen Apfel. Gut, damit habe ich jetzt auch wieder volles Leben. Gut. Also, dann geht's...
Und dann geht's jetzt zurück zu Chroma, wie bereits erwähnt. Wer steht hier? Oh, das ist Ivy. Rede ich doch mal gerade mit der. Oh, die will nicht mit mir reden. Also gehe ich jetzt zu Chroma. Der müsste jetzt eigentlich in dieser Hütte stehen, genau. Mal sehen, was der meint. Was ist mit dem Schmuggler? Hast du ihn vertrieben? Ich habe den Schmuggler vertrieben. Hier, der Beweis. Habe ich jetzt deinen Segen? Den hast du. Aber eines musst du noch tun. Noch eine Prüfung? Keine Prüfung, mein Sohn. Du brauchst einen Verlobungsarmreif für Ivy. Und ihre Einwilligung. Einen Armreif? Da rede ich am besten mit Halven. Vielleicht kann er mir weiterhelfen. Tu das, mein Sohn. So, da steht Halven auch direkt. Und? Hat Groma eingewilligt? Ja, gerade eben. Na, dann gratuliere ich dir. Jetzt brauche ich nur noch einen Verlobungsarmreif für Ivy, aber eigentlich kann ich mir keinen leisten. Red doch mal mit Orok. Der hat vor ein paar Tagen Bernstein am Strand gefunden. Wenn er ihn dir gibt, mache ich dir einen Armreif. Das würdest du tun? Klar, wir sind doch Freunde. Gut, also rede ich mal mit Orok. Ah, der sitzt hier schon direkt. Der Ork. Ach, Hirte! Sag mal, Orok, du hast doch Bernstein am Strand gefunden. Ja, Hirte, schönen Bernstein. Würdest du ihn mir geben? Zum Anschauen? Nein, zum Behalten. Ich brauche ihn für einen Verlobungsarmreif für Ivy. Orok ist Diener und Händler. Und? Der Händler will Gold. Ich hab keins. Der Diener will Herr sein. Wie meinst du das? Der Hirte wird Uruks Diener. Dann gibt Uruk dem Hirten den Bernstein umsonst. Oh, verstehe. Was soll ich für dich tun? Uruk liebt blaue Wulstlinge. Sie wachsen in einer Höhle mit Tür, mit